Der gigantische Algengürtel reicht von Mexiko bis nach Westafrika und bildet eine einzige Todeszone. Die Rede ist von der Braunalge Sargassum, die sich in den letzten Jahren in rasanter Geschwindigkeit ausgebreitet hat. Und unter der riesigen Algenmenge leidet nicht nur der Tourismus, sondern auch ganze Ökosysteme. Tiere können sich nicht mehr bewegen oder Eier ablegen und der Seetang schränkt sie sogar in ihre Atmung ein. Forschungsteams befürchten, dass dies auf eine Veränderung der Ozeanchemie zurückzuführen sein muss. Die langfristigen Folgen sind noch nicht absehbar. Doch Satellitenaufnahmen der NASA zeigen jetzt das ganze wirklich verheerende Ausmaß. Klicks und Science and Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Heute aus Kopenhagen an der Ostsee. Hier hinter mir in der Ostsee, da schwimmt die typische Braunalge. Sie wird auch Seetang genannt und enthält Luftblasen, damit sie auch oben auf dem Wasser schwimmt. Am Strand findet man sie oft, aber es ist hier an der Ostsee noch lange keine braune Flut. Unter Experten und Expertinnen wird das Phänomen, die Braunalgeninvasion zwischen Mexiko und Westafrika, nämlich auch als Brown Tide, also braune Flut, bezeichnet. Beobachtet werden kann das, wenn Braunalgen an die Küste driften und sich dort in der Brandung und am Strand verfilzen. Das ist derzeit der Fall, und zwar unter anderem an westafrikanischen und karibischen Küsten. Das Paradies in diesen Regionen wird zu einer Todeszone. Die Braunalgen bilden einen Teppich des Todes, der alles Leben darin und darunter zerstört. Es entsteht eine meterhohe Masse, die extrem nach faulen Eiern stinkt. Nicht nur Fische, sondern auch viele andere Lebewesen ersticken in dieser Algenmasse oder verstricken sich darin. Darunter auch Delfine, Schildkröten und Vögel, die sich nicht mehr aus dem Algenteppich befreien können und sterben. Im Jahr 2011 wurde dieses todbringende Phänomen zum ersten Mal an westafrikanischen und karibischen Küsten beobachtet. Seitdem gibt es sogar ein Frühwarnsystem für die Sargassumblüten, das sogenannte Sargassum Watch System, SAWS. Und jetzt hat sich ein US-Forschungsteam dem extremen Wachstum der Braunalge in den vergangenen Jahren erstmalig genauer gewidmet. Dazu wurden Daten aus den Jahren 2000 bis 2018 analysiert, die ein NASA-Satellit aufgenommen hatte. Das ist möglich, weil die besagten Braunalgen neben dem Photosynthesepigment Chlorophyll auch noch den Farbstoff namens Phocoxanthin aufweisen. So zeichnen sie sich durch ein charakteristisches Farbspektrum aus, das sie von allen anderen Algen gut unterscheidet und eben auch aus dem Weltall zu erkennen ist. Das Ergebnis der Fachleute ist nicht nur eindeutig, sondern auch besorgniserregend. Seit 2011 haben sich die freischwimmenden Sargassumalgen explosionsartig vermehrt. 2011 waren sie vor allem östlich von Florida in der sogenannten Sargassosee und rund um den Golf von Mexiko zu finden. Dann begann allerdings die Ausbreitung der Algen in andere Regionen, unter anderem in den zentralen Atlantik. 2018 reichte der Algengürtel dann vom Golf von Mexiko bis zur westafrikanischen Küste. Mehr als 20 Millionen Tonnen der Braunalge schwammen Schätzungen zufolge im vergangenen Jahr auf der Ozeanoberfläche. Im Atlantik erstreckt sich das Band an Braunalgen über unglaubliche 8.850 Kilometer. Die dichtesten Konzentrationen konnten in der Karibik und vor der nördlichen Küste Südamerikas identifiziert werden. Laut der aktuellen Studie ein relativ neues Problem. Denn von der Jahrtausendwende an bis zum Jahr 2010 gab es keine ausgedehnten Braunalgenblüten in der Karibik und im zentralen Atlantik. Und auch die historischen Daten offenbarten, dass es bislang keine Braunalgenblüten gab, die vergleichbar wären. Eigentlich sind die Algen auch gar nicht problematisch. Im Gegenteil, sie bilden schwimmende Matten und spielen so eine extrem wichtige Rolle im Ökosystem der Ozeane, denn sie produzieren durch Photosynthese nicht nur Sauerstoff wie andere Pflanzen auch, sondern bieten auch guten Schutz für Fische, Schildkröten, Vögel und andere Tiere. Doch die extreme Ausbreitung der Braunalgen verwandelt das Paradies zu einer einzigen Todeszone. Korallen und Seegräser werden in ihrem ökologischen Gleichgewicht gestört, denn die toten Algen sinken auf den Meeresgrund. Die Braunalgen an der Wasseroberfläche, an den Küsten und in der Brandung verhindern, dass sich die Tiere frei bewegen können. Der Seetang schränkt manche Tiere auch in der Atmung ein und verhindert die Eiablage an den Küsten. Und nicht nur das, auch der Tourismus spürt Negativfolgen der Algeninvasion. Barbados hat im vergangenen Jahr den nationalen Notstand ausgerufen. Der Seetang verrottet am Strand und Schwefelwasserstoffe entweichen. So stinkt es wirklich unangenehm nach faulen Eiern. Und nicht nur das, das Gas kann auch für Benommenheit, Übelkeit und Kopfschmerzen sorgen. Klar, dass die Touristen fernbleiben, ein großes Problem für Länder, deren Wirtschaft von dieser Branche abhängig ist. Soldaten versuchen mit Räumfahrzeugen
Meeresäugen gegen die Algenflug anzukämpfen. Auch die Bevölkerung hilft mit. 2018 hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Seaweed Summer an der texanischen Küste ausgerufen und viele Menschen kamen, um die stinkenden Berge an Seetang mit Hilfe von Rechen und Schubkarren zu entfernen. Weltweit suchen Forschungsteams nach den Ursachen für diese explosionsartige Ausbreitung der Algen. Klar ist, dass das Wachstum der Algen von der Meerestemperatur, der Sonneneinstrahlung und dem Nährstoffangebot abhängt. Höchstwahrscheinlich sind mehrere Faktoren zu beachten. Zum einen, dass im Winter Wasserschichten aus der Tiefe vor der westafrikanischen Küste nach oben aufsteigen und somit Nährstoffe an die Oberfläche spülen. Dies begünstigt das Wachstum der Algen. Aber auch wir Menschen sind wohl nicht ganz unschuldig an der Algeninvasion, denn die Nährstoffmenge, die in den Ozean gelangt, ist durch uns extrem angestiegen. Zum einen durch den Einsatz von Düngemitteln, aber auch durch die Abholzung der Wälder. Große Flächen Amazoniens wurden in Viehweiden und Felder umgewandelt, die intensiv gedüngt werden. Dadurch gelangen Phosphate und Nitrate in den Amazonas, der es weiter ins Meer spült. Doch nicht nur das, auch die zunehmende Erwärmung der Meeresoberfläche sorgt für optimale Bedingungen für das Algenwachstum. Weitere Nährstoffe gelangen auch durch Staubstürme aus der Sahara ins Meer. Vor allem der Einsatz von Düngemitteln wurde ab 2010 auch noch intensiviert. Dazu Shuan Namin Hu, der an der Studie beteiligt war. Ab diesem Zeitpunkt muss sich die Chemie des Ozeans geändert haben, dass die Blüten völlig außer Kontrolle gerieten. Welche Folgen die braunen Algen langfristig haben könnten, ist nach Ansicht der Fachleute derzeit noch nicht wirklich abzusehen. Doch das US-Forschungsteam prognostiziert, dass diese explosionsartige Ausbreitung der braunen Algen auch in den kommenden Jahren weitergehen wird. Dazu Huan Min Hu. Wenn man sich die Daten aus den letzten 20 Jahren anschaut, ist es wahrscheinlich, dass dieser Gürtel in Zukunft Normalität werden wird. Schließlich wird die Überdüngung der Meere weitergehen, ebenso wie die zunehmende Erhöhung der Meerestemperaturen. Vor allem die Karibik, aber auch die Staaten Südamerikas und auch Florida müssen wohl in Zukunft mit den braunen Algen leben. Doch das könnte auch eine Chance sein. Die Wissenschaftlerin Hazel Oxenford meint, dass mit dem neuen Algenschwerpunkt zwischen der brasilianischen und westafrikanischen Küste langfristig vielleicht sogar ein neues Ökosystem entstehen könnte. Sie nennt es Sargasso Süd, eine Folge des Klimawandels. Und eine weitere ist wahrscheinlich die Hitzewelle 2018 durch menschengemachten Klimawandel verursacht. Anklicken, anschauen und vor allem Klicks um Nature abonnieren. Das ist ein neuer Kanal, den ich gerade aufgemacht habe. Da gibt es regelmäßig Videos rund um Umwelt und Natur. Nur mit dem Abo verpasst ihr nichts. Also bis dann. Bleibt dran.